Herr präsident! Die beseitigung der vielzahl an bilateralen investitionsabkommen zwischen den eu mitgliedstaaten und china ist vernünftig umso mehr da im moment mitgliedstaaten welche dort bereits früher engagiert waren klare vorteile im investorenschutz genießen. das heißt es sollte hier gleiches recht für alle mitgliedstaaten gelten. das wirtschaftliche übergewicht der eu zurzeit noch und die damit verbundene gute verhandlungsposition darf aber nicht zu unachtsamkeit und zu eile verführen. und neben der obligatorischen selbstverständlichen transparenz und fairness bei den verhandlungen sind einige spielregeln wichtig zu beachten. so zum beispiel müssen öffentliche dienstleistungen von den verhandlungen ausgeschlossen sein einschränkungen auch in branchen in denen ein legitimes öffentliches interesse vorliegt und selbstverständlich ganz wichtig heute schon angesprochen die einhaltung wichtiger europäischer sozial umwelt und datenschutzstandards. chinesische investitionen ja schön und gut aber sicherlich nicht mit sozial und umweltdumping in europa!